Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten, willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Blau. In der letzten Folge haben wir Safari-Zone geschafft, die ich hasse. Und wir sind hier gerade in Rafania, nämlich beim offiziellen Namenbewerter. Und bei ihm möchte ich mal kurz unser Taubos endlich Taubos nennen, weil ich möchte nicht, dass er einen Spitznamen hat. Braucht er eigentlich nicht. Gefällt dir die immer noch oder möchtest du ihn ändern? Was möchtest du? Ja. Was möchtest du? Ja, nein. Macht Sinn. Gut, wie soll der Name lauten? Kann ich einfach Ende sagen? Also, ist das einfach nur Taubos heißt so? Komm vorbei, wann immer du magst. Heißt das jetzt einfach nur Taubos? Nee, hat. Okay, das ist einfach nur zum Abbrechen. Ups, hab ich hab ein bisschen vorgespult. Ja, in dieser Folge werden wir die Sylphscope. Die Sylphco machen. Das ist dieses riesengroße Gebäude, wo sich gerade Team Rocket versteckt. Ja. Und wir können da endlich rein. Ja. Warum? Möchte ich euch gleich zeigen. Das ist nämlich so extra so gemacht, sobald man den Orden hat. Ups. Kann man da hin. Taubos. So, ich hoffe, dass groß geschrieben, dass alle Pokémon normalerweise groß geschrieben sind. Ja, sind sie auch. Okay, gut. Dann fliegen wir nun nach Safronia City hin. Das kann man Taubos eben machen. Da, Safronia City. Habe ich das schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht, aber da, so sieht's aus. Und nachdem wir die Sylphscope geschafft haben, haben die eigentlich keinen Unterschlupf mehr. Weshalb wir sie hoffentlich endlich besiegen können. Und wisst ihr warum wir jetzt einfach rein können? Wisst ihr warum? Hält ein Nickerchen! Und nun können wir rein! In die Sylphscope. Die geheime Base. Und die Rocket. Die zweite! Und ja, jetzt erwarten uns wieder Smogons und Retterns und Zubats und der ganze Spaß! Ist, ja. Wir haben den Aufzug, aber ich glaube, den können wir gar nicht benutzen, oder? Doch, den können wir benutzen, aber machen wir nicht. Für alle Gegner hier besiegen übrigens. Oh, das ist so ein riesengroßes Labyrinth. Aber ich will alles eigentlich machen. Warte, warte. Dann lass noch nicht hier hingehen. Oh Gott. Ja, machen wir den. Machen wir den platt. Machen wir den kalt. Hey, Kleiner, was machst du hier? Und ja, jetzt werden wir die nächsten Folgen damit verbringen. Nicht nur die Sylphscope zu schaffen, sondern auch... Oh, da haben wir das geholfen. Sondern, das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, wenn wir die Sylphscope in die nächsten Folgen schaffen, danach kommen wir dann endlich weiter. Und ja, leider müssen wir noch, bevor wir die siebte Gen, die siebte Arena machen können, müssen wir noch surfen, weil das ist auf einer abgelegenen Insel, die siebte Arena. Die Zinnoberinsel, so genannt. Aber die achte Arena, die ist einfach. Also einfach hinzukommen. Selber ist sie schwer. Also, wenn man die richtige Pokémon hat. Ansonsten ist es einfach. Ich glaube, ich bin hier gerade mit einem falschen Pokémon dran. Ich versuche mal mit Turtok, mit Skröde, was zu reinschmieren. So, Skröde, kannst du ihn ja mal anspucken? Nein, nicht dich selbst anspucken. Bist du doof? Ich hasse es, wenn das passiert. Ja, ich bin verwirrt. Okay. Ja, aber die sind doch gar nicht so hohen Level. Warum kann ich nicht one-hitten? Das macht keinen Sinn. Aber er ist zumindest tot. Aber er hat noch so viele Pokémon, der Typ. Mensch! Aber wir sind Level 39. Ich will es kurz auf 45 haben. Das wäre nice. Allgemein möchte ich alle Pokémon mindestens Level 50 haben. Am Ende des Let's Plays. Ja. Also bei der Liga werden wir hoffentlich mindestens alle auf Level 50 haben. Oder mindestens 40. Das muss auf jeden Fall sein. Das muss auf jeden Fall rein drin sein. Aber jetzt können wir doch einfach alle kaputt beißen, oder nicht? Ja, jetzt geht's. Aber nur die Fortbildungen. Die Fortbildungen sind stark. Oh, ein Radikal. Geh mir weg mit deinem Radikal. Das kann Superzahn und Hyperzahn. Und es setzt ein. Oh. Eine der Attacken kann sogar meine
HP, glaube ich, bis zur Hälfte oder so wegmachen. Kann sein, weiß ich nicht. Ach, scheiß Zubat, da leise. Okay, den ersten haben wir durch. Eins von 50 Stück oder so. Aber danach haben wir... Ich bin ein Versager. Ja. Aber ich glaube, danach haben wir Team Rocket endlich für immer zerstört. Bis zur nächsten Gen. Und leider war das kein Joke. Hey! Du hast hier nichts verloren! Wie, ich habe hier nichts verloren? Ja, das weiß ich. Aber ihr habt ja auch nichts verloren! Oh, Tragos haben wir noch nicht gesehen! Oh, das ist so cool! Oh, Tragos ist so ein cooles Pokémon, das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. Und sogar in Sonne, Mond hat es eine Alola-Form. Und die ist nice. So, ich würde mal sagen, Tauros kann sich auch mal blicken lassen hier. Kann man hier fliegen? Obwohl, das macht zwei Runden, habe ich jetzt keinen Bock. Das ist ja locker easy. Ich glaube, Tauros können wir auch hier nicht mal wieder nicht benutzen, so wirklich. Ja, seht ihr, das macht ja nicht mal One-Hit, Alter. Und deshalb können wir die wirklich benutzen, Alter. Das ist schade. Yeah, das ist es. Komm, töte den einfach. Sei nicht verwirrt, dankeschön. Töte ihn und wir gehen weiter. Ich versuche zumindest alle Gegner zu besiegen, okay? Weil leider kann man hier noch nicht sprinten. Das ging erst in der dritten Gen. Die dritte Gen hat so einiges verbessert. So einiges. Und hier haben wir einen Professor. Professoren gibt es ja auch sehr viele. Kann man nicht hier sogar irgendwo von einem Professor einen Lapras bekommen? Hau ab! Du hast keinen Zutritt! Ach ja. Wie der aussieht. Ein Forscher. Ein Magnetilo. Magnetilo und Magneton sind in der Gen, glaube ich, noch nicht so gut. Erst wenn die in der vierten Gen Magnezone haben. Magnezone. Ist nice. Ist echt nice. Sander! Zeig ihm mal, was du drauf hast. My boy. Donnerschock hat doch keinen Nutzen. Ich bin hier viel effektiver als du. Ich hab die Trainer können schon tauschen. Worüber tauschen, aber anscheinend nicht. Geht's mir leid. Okay. Ein Voltoball. Ja, die Forscher haben eh nur Elektro-Pokémon, deshalb ist Sander hier ziemlich ziemlich gut. Ich glaube, die besten Pokémon, die wir nicht benutzen können, ist Tauros. Das einzige. Wir haben nur 5 Teammitglieder. Unser letztes Teammitglied ist mehr oder weniger nicht wirklich ein Teammitglied. Weil wir kriegen das erstens so spät im Spiel und zweitens ist es eh nur dazu da, damit wir die Liga ein wenig leichter schaffen können. Weil ich möchte ja alle so balanciert lassen und nicht nur eins die ganze Zeit trainieren. Ja. Da haben wir Magneton. Das ist einfach nur 3 Stück. Das ist genau wie bei Dicta. Und Dictri. Ich weiß nicht, wie es auf sowas kam. Eins. Weiterentwicklung wird sich 2. Nein. Wir machen noch einen drauf. 3. In einem. Magneton ist dann doch nur noch eins und die anderen beiden sind so drin reingeschmelzt. Aber dann bei Smogon sind es trotzdem wieder eine weitere Wege, nur 2. Macht Sinn. Yo. Boy. Oh, vielleicht finden wir was Interessantes. Du bereitest uns nichts als Ärger. Da mag uns, glaube ich, jemand nicht. Mann. Hä, warum hat er denn keinen... Okay. Ein Freaking Slimer. Ach, da kann doch Relaxo reinhauen. By the way, habe ich mich entschieden, dass unser Relaxo jetzt Relaxo ist, ein Zuschauer von mir. Ja, das ist ein toller Typ. Und der macht auch Stop-Motion-Filme. Jetzt mache ich ein bisschen, Werbung. Ja, Relaxo macht so kleine coole Stop-Motion-Filme, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Und ich habe das falsche Pokémon, fuck. Und ich dachte mir so, okay, wir haben ja eh ein Relaxo im Team, sagen wir, das ist ein Relaxo. Ich meine, der heißt selber einfach nur Relaxo. Passt doch. Relaxo, wenn du das Video hier siehst, dann schreib bitte irgendwas in die Kommentare, damit ich das anpinnen kann oder irgendwas, ja weiß ich. Schreib einen coolen Kommentar und ich pinne den an, okay? Keine Ahnung.
Komm, kill ihn doch endlich. Das ist ein fucking Elektroball. Elektroball ist einfach nur Volteball. Umgedreht. Wow. Innovation. Ich fass es nicht, Alter. Komm, schlitz ihn kaputt. Ah, du mit deinem scheiß Ultraschall juckst niemanden. Niemanden. Nobody. Ferrari. So. Alle kriegen Erfahrungen. Happy Ending. So. Hoch verloren. EP-Teile gab es, glaube ich, noch gar nicht in dieser Gen. Hier gibt es wahrscheinlich ein. Oh, hey. Ob die Stivco schon erledigt ist? Oh, das ist ein Gefangener. Oh, das ist ein Mitarbeiter, der wurde hier gefangen. Wait, können wir die Türen wirklich nicht aufmachen? Oder können wir die von hier drinnen aufmachen? Nee, nur mit dem Türöffner, aber den kriegen wir wahrscheinlich nur von einem ganz, ganz weiter hinten. Hier ist auch ein Portal, aber da ist noch ein Gegner. Wait, ist das nicht der Anfang? Ist es nicht. Ist es nicht? Nicht? Nee, nicht. Entschuldigung! Bis hierher und nicht weiter. Ich versuche, die meisten zu besiegen. Ich werde nicht versprechen. Ich werde nicht versprechen, dass ich alle besiegen werde. Ja, aber ich versuch's. Allgemein, alle Items sammle ich auf gar keinen Fall. So einer bin ich nicht. Vor allem, die meisten sind auch unsichtbare Items. Und unsichtbare Items kann ich nicht verstehen, warum es die gibt. Ich sammle die nie. Was für ein Pokémon ist das? Radikal. Ja, dann nehmen wir einfach. Ja, komm. Können wir Totok nehmen. Ich will, dass er Level 40 ist, Mann. Damit der richtige Gangster ist. Man, okay, ja. Fucking Ruchsukieb. Biss! By the way, soweit ich weiß, nee, ist egal. Ich vergesse, was ich sagen würde. Ein Zubat, ehrlich jetzt, ein fucking Zubat. Du glaubst, du könntest mich ausschalten mit einem Zubat? Was kommt als nächstes? Smogon? Golbat. Okay, naja. Aber Smogon, ich ist ihm zugetraut. Hat dafür geraucht, ihr Bär, um die Zunge zerbeißen. Das tut ihm natürlich sehr weh. Und er schreit da rum. Aua, aua. Aber ich beiß nochmal drauf. Extra scharf. Mmh. Ist er tot. Und ein Radfratz. Du kommst hier an. Nach der Hälfte, du spielst mit einem Radfratz. Oh mein Gott. Geh dich schämen. Geh in die Ecke. Schäm dich. Schäm dich. Mensch. Es gibt Dinge, die gibt's nicht. Okay. Aber da unten, ich hoffe, du bist keine Enttäuschung und kannst was. Ich hoffe es. Ich bin neuer. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Oh, stimmt, hier gibt es die Rocket-Brüder. Vier Stück. Das heißt, alle vier, die sind wichtig zu besiegen, glaube ich. Ja, die geben, glaube ich, einen Code oder so. Ich glaube, man kriegt einen Code, ein Passwort. Und zwar machst du die Türöffner. Ja. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Nicht 100% zufrieden. Ja. So, mit dem Schlammbart! Schlammbart ist so eine Abfucker-Attacke, Mann. Hör auf mit deinem scheiß Tackle. Du hast Tackle noch mit 28. Junge, was ist falsch mit dir? Tackle haben die noch unter Level 20 sind. Du bist lieber Level 20, Junge. Level 38 ist Sarze endlich. Nice. Oh, was war das denn gerade? Hast du gehört? Egal, Golbart! Golbert, anstatt dass wir diesmal, lass mir deine Zunge in Ruhe. Schade. Ich wollte ihn jetzt auf den Kopf schlagen. Bitte. Ja. Okay. Bam. Und der hat ganz viel Gehirn, so ganz kleines, und dann haben wir es kaputt gemacht. Ein Smogon. Ich hab's vorher gesagt. Das Smogon. Das hat auch keine Chance. Bam. Instant. Okay. Das ist ausgewichen. Das kann auch manchmal passieren, aber das ist einfach nur AP-Verschwendung, mehr nicht. Und Zeitverschwendung. Ups, Brüder, ich habe versagt. Einer haben wir down. Warte, sagt ihr jetzt das? Dann werden sich meine Brüder um dich kümmern. Oder war das... Nee, das war in der 2 oder so, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Kann man sich nicht heilen? Ich dachte, beim Bett könnte man sich heilen. Anscheinend nicht! Okay, tut mir leid. Oh, die Musik findest du so toll. Aber hier gibt's sonst nichts. Das heißt,
die Etage hier haben wir mehr oder weniger durch. Komm, wir gehen einfach die Treppe hoch und gucken, wie es weitergeht. Ah, hier ist ein Teleporter. Wo bringt er mich hin? Oh, eine Gefangene, hey! Zur Hilfe! Nein, bitte nicht! Du bist gar nicht von Team Rocket. Oh, ich dachte schon, es ginge zu Ende. Nimm das hier. Wenn du was tragen könntest, du Lappen. Oh, die Musik. Doppelteam, schmeißen wir ab sofort weg. Ist Müll. So, jetzt gib her. Please. Eine TM, dachte ich mir. Was ist das denn für eine? Ich gehe mal erst von Pflanzeattacke aus irgendwie. Wegen der Charakter-Sprite hier. Was ist denn? Finale. Dein Ernst. Scheiß Finale. Ach komm. Schuss. Die schenkt mir Finale. Yo, weil das für das Finale ist von Team Rocket oder was? Hahaha. Ha, ha. Die Musik hast du auch gehört. Oh. Zu dem können wir holen. Fuck. Sollen wir hier hin? Ich weiß es nicht, wo sind wir denn? Wow. Wait. Hä, wo bin ich? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ein Kind im Gebäude? Das musst du sein. Oh Gott. Ich bin so verwirrt, wo sind wir? Ich glaube, ich mache das hier alles durchspielen und danach enden wir ja nicht in die Session. Sandan! Kann doch Skrute mal helfen? Würde ich mal sagen. Yup, yo, oh yeah. Soweit ich weiß, die einzigen Pokémon, die hier Geschlechter haben, Nidoran, männlich, Nidoran, weiblich. Also einfach nur Nidoran. Das ist allgemein komisch, diese Pokémon. Aber ja. In dieser Gen gab es ja noch nicht. Das gab es aber ab der zweiten Gen. Ab der zweiten Gen gab es auch Eier. Konnte man brüten und Baby-Pokémon rausbekommen. So aus dem Pikachu konntest du ein Pichu rauspressen. So ein ganz kleines Mini-Pikachu. Level 40! Nice! Na toll, ich habe verloren. Jo. Wenn die Tür geht ganz so kurz auf, das ist einfach nur Fehler. Zolle dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt! Das hat gut, schlimmer beim Live, Alter. Ein Pokémon nur. Oh, ein Hypno, aber. Hypno ist scheiße. Lol. Tut mir leid. Ich glaube, es lädt gerade auch bei euch. So. Ich hoffe, es geht jetzt wieder. Lol. Ich habe aus Versehen. Ach, egal. Aber müsst ihr nicht wissen. Da war nichts. Alles gut. Komm, Sanda. Kümmere dich mal um Hypno. Oh, fuck, ist er fast besiegt. Oh, noch ein Aussetzer, Mann. Junge. Ich gebe dir gleich Aussetzer. Bam. Volltreffer sogar. Oh, jetzt gibt er mir den Kopf los, Mann. Keine Kopfnuss hier. Bam, du kriegst den Schlitzer rein. Gedrückt. Und da ist er down. Level 39 für Sander. Interessant. Interessant. Nice. 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 Okay. Guten Hust. Ein Report über Pokémon. Vier Pokémon entwickeln sich nur beim Tauschen über Linkkabel weiter. Jo. Eine Studie über Pokémon. Es gibt mehr als 160 Pokémon-Kampftechniken. Das kann sein. Weiß ich nicht. Kann sein. Oh, was ist das für einer? Eine Artikel über Pokémon. Porygon. Pokémon-Labor zeugt virtuelles Pokémon. Das erste virtuelle Pokémon. Oh, der will kämpfen, der Punk. Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Ey, Leute, kommt schon. Keine Ahnung. Noch keine Ahnung. Der Jongleur hat keine Ahnung. Kommt er mit seinem Kadabra, denkt so, der kann mich jetzt fertig machen, dass ich weinend nach Hause gehe. Aber nein, 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 nein. So läuft es hier nicht, mein Freund. So nicht. Psystra wird dir auch nicht mehr weiterhelfen in dieser Situation. Außer, dass ich dumm bin und mich jetzt umgebracht haben. Nein! Okay, er ist tot! Ich habe ihn nicht umgebracht. Oh mein Gott. Pantymos, tauschen.
Glaube ich. Oder lass einfach, komm. Pantinomos hatten wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. Oh, Junge, Top-Trank. Ja, benutze einfach irgendwas zum Heilen. Ich habe nicht eingekauft. Warum kaufe ich nie ein? Warum? Mein, warum? Oh. Ja, das wird mir jetzt zum Verhängnis kommen, dieser Nessilfco. Ich glaube, wir werden spätestens über die nächste Folge fertig sein. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ja. Okay, ich sehe schon, die Folge ist eigentlich auch schon zu Ende. Die können wir auch jetzt beenden, oder? Was wollt ihr? Nein, das Kind hat mich besiegt. Ja, jetzt hast du keine. Jetzt hast du Gnade, hoffentlich. Oh, den haben wir noch nicht besiegt. Oh, stimmt. Wir entwickeln in diesem Labors. In diesen Labors neue Pokebälle. Labors? Ist das die Weite? Ist das. Hier weiter weg. Ist das die. Ist das eine Mehrzahl? Kann das sein? Wie auch immer, ich beende, denke ich, ab hier die Folge. Ich wollte gleich in den Rhein laufen. Das ist jetzt einfach so passiert. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was ihr machen müsst. Ihr könnt gerne das Video liken. Das würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben. Irgendwas zum Beispiel, was zum Video passt. Oder irgendwas Schönes oder wie auch immer. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen. Ein Abo würde mir persönlich auch sehr gefallen. Die Glocke wäre auch aber auch ganz wichtig. Manche nennen es ja auch den Doppel-Abo. Damit werdet ihr nie wieder ein Video verpassen. Was gibt's denn noch so? Ihr könnt doch gerne jetzt gleich, wird es gleich aufpoppen. Hier irgendwo an den Seiten draufklicken. Und dann kommt ins Paradies. Nein, okay. Da kommt ihr einfach auf andere Videos oder. Auf andere Videos dieses Let's Plays am besten. Wenn die nächste Folge schon, nämlich schon raus ist, dann könnt ihr da nämlich draufklicken jetzt gleich, nachdem ich den Kampf beendet habe. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Pokémon Blau. Ich sag dann schon mal ciao. Besiegt diesen Trainer hier noch mit seinen letzten zwei Pokémon. Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder, Leute. Komm, ein Pokémon hier. Da könnt ihr doch noch zugucken, oder? Kommt schon. Ein Magnetilo. Das machen wir jetzt kalt, Leute. Das machen wir jetzt kalt. Und Boning Kugel nach unten. Und da ist er down. Oh, fuck, okay. Reicht. So. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.